Ja, und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout 4. Wo ich hier jetzt seit längerer Zeit mal wieder aufnehme. Und ich dementsprechend erstmal wieder einfinden muss. Und zum Beispiel sowas nicht verstehe, warum ich hier sowas liegen lasse. Ich dachte, das gehört zu den Dingen, die ich permanent und grundmäßig immer einsammle. Ich verstehe es gerade nicht, aber naja, gut. Besorg mir ein wenig Jet, dann kann ich dir mit dem dritten Auge helfen. Kann es sein, dass wir in einen falschen Spielstand geraten sind? Ich bin in einem falschen Spielstand. Ich bin im Spielstand von Nana. Ja. Warum habe ich vom Nana den Spielstand? Kann mir das jemand sagen? Ich weiß es nicht. Ich habe hier auch meine eigenen Spielstände. Eigenschaften, Updates. Ich nehme nicht die Steam. Ich mache mal die Steam-Synchronisation. Warum habe ich nicht meinen eigenen Spielstand? Kann man mir das sagen? Weiß man das? Ist das ein bekanntes Problem? Ich habe das über Family Sharing geteilt. Warum habe ich dann nicht meinen eigenen Spielstand? Die Runde ist überlastet, ja. Huch. Jetzt habe ich... ich habe gerade gesehen, das ist wieder falsch. Das ist ja nicht der Spielstand, den ich brauche. Ich dürfte eigentlich gar keinen Zugriff auf die Spielstände von Nana haben. Wieso habe ich sie doch? Ich sehe hier ja sogar meine eigenen Spielstände. Ich bin gerade im Ordner. Kann ich das? Warte mal gerade kurz. Fensteraufnahme. Da. Man sieht das ja. Ne? Ihr habt hier. Da. Seht man meine Spielstände. So. Aber warum? Nicht, mein... Wieso ist nicht mein Spiel drin? Hä? 104. Ich muss mal gerade etwas ausprobieren. Lokale Daten. Durchsuchen. Beta, DLCs. Startoption festlegen. Nein. Fallout 4, Fallout 4, Fallout 4. Hä? Wir probieren da etwas aus. Und zwar starte ich mein Spiel. Es ist gut, super, ne? 4 Minuten, ihr habt 30 Sekunden Fallout gesehen. Und, ja. Der Rest ist, schwarzer Bildschirm. Ich kann ja mal, warte mal. Damit hier.
Na. So. Upp. Falsches Fenster, falsche Musik, die kann ich nicht nehmen, hat GEMA. Schade. Ich wollte gerade den Fallout 4 Trailer im Hintergrund laufen lassen. Macht nichts. Ich habe eine weitere Möglichkeit, die echt vielleicht funktionieren könnte. Wir sind bei 6 Minuten, das ist super. Und oh. Latin. Ja, da habe ich doch schon den passenderen Save. Wieso habe ich diesen Save nicht im Online-Modus? Ich habe Steam auf Offline-Modus gestellt. Jetzt hat es geklappt. Keine Ahnung, was dort falsch ist. Level 22, das könnte hier alles hinhauen. Ich ist jetzt ein bisschen länger her, dass ich das jetzt mal gespielt habe, aber das macht nichts. Jetzt muss ich mich gerade fragen. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass das Spielen gerade ein bisschen laut war. Piper. Ich erinnere mich an die Folge. Ja, ich erinnere mich an die Folge. Das war, wo ich die Folge nämlich ziemlich abrupt für CSGO beenden musste. Oh. Offenbar einfach jetzt mal. Ich sehe ja immer ein Desktop-Audio, wie laut das ist, und dann gucke ich immer selbst, bin ich lauter. Das ist das Schöne an OBS. Und einem zweiten Bildschirm natürlich. Sehr geehrter Detektiv, jetzt habe ich das. Du hast einen ausgenommen. Ja. Wie gut. Gut, dass das klappt. Drohnen nehmen wir mit. Die Pistole auch. Die Munition auch. Die Munition sowieso. Rookies Geld in jedem Falle. So, jetzt muss ich nochmal gerade. Nein, das war falsch. Ich habe ein Level Up. Ich habe ein Level Up und hab's nicht gemacht. Ach so, ja. Das kann natürlich jetzt daran liegen. Ich weiß natürlich nicht. Okay, ich spare mir das lieber auf. Ich hatte wahrscheinlich meinen Gedanken dahinter. Ach, ich werde immer mit langen Tab die Dinger öffnen. Aber ein kurzes Tab reicht auch. So, jetzt aber nochmal. Jetzt sind wir ja richtig im Spiel. Richtig gut, Problem. Gut. Das haben wir erledigt. Hier geht jemand kacken gerade, wie dieses Geräusch ist. Nein, es ist Pinkeln, nicht Kacken. Hat er vielleicht Dünnpfiff, wenn er so am Kacken ist? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, wir müssen ja schließlich Respekt vor allen Darmkrankheiten haben. Alles andere wäre sonst Diskriminierung. So, wie komme ich da oben hin? Piper. Piper, auf was genau?
Ich frage einfach nicht, es ist vielleicht einfacher. Warum läuft der Peter de Guig? Oder Pierre de Guig, nicht Peter? Ja. Piper, ich weiß den Weg nach draußen nicht mehr. Ich habe aber allerdings auch allgemein gar keine Ahnung von diesem Spiel mehr. Gerade habe ich das Gefühl. Ich komme mir so ein bisschen vor, als wäre ich wieder Anfänger. Es kann ja nicht sein, dass ich das Spiel so verlernt habe. Es ist ja brutal. Obwohl das mit dem Weg ist natürlich noch was ganz anderes. Das ist einfach nur vergessen. So muss ich vielleicht hier die Treppe nutzen. Ist das der Weg in die richtige Richtung? Ne, hier ist wieder das Wasser. Hä? Hä, wie kam ich? Jetzt weiß ich aber wirklich gerade nicht. Ja, sag mal. So, da ist es immer das Radio, was da läuft. Ist da... Ach, guck mal. Da kommen wir wieder in die Fans. Nun jetzt... Okay. Wahrscheinlich im Prinzip ist es so, dass ich nicht das Spiel verlernt habe, sondern einfach nur meine Prinzipien. Dass ich halt nicht mehr weiß, ja, welche Quest wollte ich jetzt machen und auf was für Produkte wollte ich hinarbeiten und welche Skillbäume wollte ich aufbauen und so weiter. Aber der Rest des Spiels werde ich ja wahrscheinlich trotzdem beherrschen können. Das ist sowas, was man, denke ich, nicht verlernt. Aha. Ich glaube, das ist vom DLC. Ich will aber erstmal schnell reisen. Na. Oberland. So. Na? Hallo? Konntest du diese Ghule erledigen? Ja? Ja. Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Bitte. Danke für die Korken. Lass uns handeln. Schieß los. So, jetzt ist das Schöne, dass die kein Geld hat. Oder... Warte mal, nee. Nee, das war, dass die kein Geld haben, ne? Oder wie? Ich musste niesen. Ach, das ist die, das ist gar keine Händlerin. Ach so. Da, jetzt verstehe ich. Okay. Gut. Okay, ja, ich verstehe. Okay, das ist, glaube ich, ein DLC. Das ist das, sprich mit Preston Garvey. Muss ich nach Sanctuary wieder mal. Da können wir nämlich wahrscheinlich richtig handeln, so. Na?
Ja, die sehen auch wunderbar aus, die beiden Herren hier gerade im Ladebildschirm. Das sind absolute Top-Models. Heidi Klum würde sie wahrscheinlich nehmen, weil... Ist das wirklich mein Dorf? Ja. Ja, ja, wenn du das sagst. Klar, ich lasse für dich alles stehen und liegen. Ich habe die Gule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Gule Sorgen machen müssen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Klar. So. Das war der gesamte Schrott. Das ist schon mal gut. Ein weiterer Tag in Carla. Brauchst du noch was? Der Weg von hier aus ist ziemlich weit. Ja. Zeig mal, was du so hast. Ich habe von allem etwas. So, das ist eine Händlerin. Jetzt habe ich verstanden. Aha, aha, aha. Okay. Ja, 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 gut. Gut, ich bin dumm gewesen. Ich weiß. So, nochmal meine Waffen. Was brauchte ich? Nochmal. 308 und 45er. Okay. Oh, 1400 habe ich Tatsache. So. Das heißt, das dürfte ich doch alles verkaufen können. Wenn ich mich nicht täusche. Ein Gurkenschutz. Ja, dazu sage ich gar nichts. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Ein Stealthboy, den behalte ich mal. Hat die Dinge, die ich brauchen könnte. So, jetzt mal so ganz auf die Schnelle. Steampacks. Gehen natürlich immer ein Adektol. Oh, oh, Haarklammern. Haarklammern nehme ich. Schrott. Ja. Da sind Sachen drin, die ich natürlich gebrauchen kann. Schaltkreise. Schrauben brauche ich auf jeden Fall. Ladung. Das sind natürlich die richtig geilen Sachen. Öl auch, Schaltkreis. Ich bin immer überlegen, glaube ich, so eine was ist nicht wichtig, aber ein Netzrelaisspul. Oh, Kupfer ist da drin. Brauchte ich nicht Kupfer oder war das was anderes, was man braucht? Ne, Aluminium ist das, was man braucht. Genau. Stimmt. Das Telefon nehme ich mit. Und das Antiseptikum, das ist auch immer sowas, was relativ selten ist. Ja, komm, den Bleistift nehmen wir auch noch mit. Die 5 Wundgewichte auch. So. So. Dann haben wir das nämlich. Und dann können wir... Mensch. Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an hier in Sanctuary. Bereit für die Zukunft. Aber ich find's gut, wie sein Krawattenknoten sitzt. Also, das muss man erstmal so hinbekommen. Und, ja. Ich würde sagen... Eine weitere Siedlung hat uns im Hilfe... Warte mal... Ich bin aber hier falsch. Sie sind hier. Ich hoffe, du kannst ihnen helfen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie sich wieder auf die Minutemen verlassen können. Erzähl lieber nichts über diesen Ort. Man kann niemandem vertrauen. Ja, ich habe wieder eine Quest. Das ist super. Ich bin... Haha, jetzt kann ich mich nämlich daran erinnern. Klar. Das ist ja die falsche. Ich wollte die Burg. Die wollte ich ausbauen. So. Jetzt weiß ich. Ah ja, klar. Ne?
Ja. Ja, ja. Okay, deswegen ist da auch nichts in Sanctuary. Es war die Burg, die ich haben wollte. Gut, dann schleicht sich das langsam wieder in mein Wissen ein.